Bullseye. So, jetzt müssen neue Akte kommen eigentlich. Und damit wieder eine neue Einreisebestimmung. Ja, Kapitel 5, Pandemie. Schlechte Nachrichten, also Novit ist zurück. Um der Entwicklung der Pandemie entgegenzuwirken, schließt die Parteien die Grenzen für Ungeimpfte. Wann kam letztes Jahr? Okay, kam nach Ding raus. Novit. Get it? Das habe ich jetzt erst beim zweiten Mal lesen gecheckt. Lol, Novit 78. Das Gesundheitsministerium bestätigt die alarmierenden Berichte über die steigende Zahl der mit Novid-78 infizierten Menschen. Wir alle erinnern uns an die Pandemie vor 3 Jahren und die Verwüstung, die sie in unserem Land angerichtet hat. Glücklicherweise sind wir dank der Arbeit von Spitzenwissenschaftlern aus Kasachstan im Besitz eines verbesserten Impfstoffs zur Bekämpfung der Krankheit. Die Regierung führt die Pflicht zum Besitz eines aktuellen Impfausweises wieder ein. Olympische Spiele abgesagt. Aus Sorge um die Gesundheit und um das Leben der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes hat die Regierung beschlossen, die diesjährigen Spiele abzusagen. Auf der nächsten Sitzung des Olympischen Komitees wird ein neuer Termin festgelegt. Okay. Interesting. Guti. Also, im Hinblick auf die drohende Epidemie hat die Regierung die Forderung nach einem gültigen Impfausweis wieder eingeführt. Nur gegen Novid-78 geimpfte Personen dürfen ins Land einreisen. Außerdem müssen seit der Impfung mindestens 2 Wochen vergangen sein. Damit müssen wir auch keine Leute mehr abweisen mit technischen Mängeln, ja? Technische Mängel sind das kein Ausreisegrund mehr wieder, ne? Schmuggler 15. Einmal hätten wir Fahrzeugbeschädigung, fehlende Stoßstange, ein Fahrzeugfarbe Blau, PYY und Akaristan. Das ist natürlich tricky, ne? Wenn jetzt gefühlt jeder aus Akaristan verdächtig ist. Boah. Okay. Action. Und vor allem fehlendes Stoßstange. Oha, das muss ich gerade bei so großen Autos. Muss ich ja immer gucken. Wobei das Schwein lebt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Irgendein Nummernschild oder so. PYY. Einmal die Dokumente bitte. Sie sind aus Akaristan. Bitte mal aufschreiben. So, ein Schwein, 3 Kuh, 1 Ziege. Ein Schwein. Aha, 1 Kuh, 1 Ziege. Interesting. Entschuldigung, der Herr, wo haben Sie denn die anderen beiden Kühe versteckt? Brief von Popo. So, Wladimir Volkov. Wladimir Volkov. Impfausweis ist geimpft worden am Februar 81, das ist 3 Monate her. Schön, dass sie jetzt droht, aber sie sind schon lange geimpft. Aber der Pass hier ist abgelaufen, denn wir haben bereits Mai. Die Passnummer ist 0P7. Das ist auch falsch. Das Foto ist okay. Der Fahrzeugtyp ist Illich 57. Das müsste, glaube ich, passen. Yes, das ist die mit T-Boxen, die Version. GAO 9267A. Yes, Fahrzeuggewicht. Maximalgewicht 6230, das ist auch okay. Geimpft ist er, das heißt, wir haben die Einreisebestimmungen werden nicht gedings. Wir leuchten jetzt trotzdem mal bei dem Fahrzeugcheck ab, weil gerade fehlende Stoßstangen. Was ich gerne mal übersehe. Okay, ich glaube, das ist die Stoßstange. Wenn das Ding hier fehlt, ist es gefährlich. Ansonsten, Scheinwerfer, waren die fein? Yes. Ansonsten sieht das Auto in technisch perfektem Zustand aus, ne? Scheiben? Ist keine kaputt? Ja, ich glaube, das war's. Dementsprechend, tschüss. Niet. Cheers, Bruder. So, Fahrzeugfarbe blau. Das nächste ist blau, glaube ich, ne? Also, sass, der hier. Weil blau. Das heißt, auch hier beim Fahrzeugcheck werden wir einmal ableuchten. Oh no. Rechter Vorderreifen.
Oh no. Hat man den Vorderreifen gesehen? Al-Barak. Okay, warte, du schreibst das mal aus, ne? Weil, blaues Auto. Du bist geimpft. 15. März, das ist 2 Wochen her, das passt. Farah Okuri. Farah Okuri, Farah Okuri. W8M4NYU gültig. Sind die Dokumente? Yes. Ist Mikros QSQ0115PO. Wegen der Kuh? Ach, hatte die wieder nicht gelebt, die Kuh? War das wieder eine sehr starre Kuh? Das war tatsächlich tricky, weil ich habe auf die anderen, weil vorne sich die Tiere bewegt haben, bin ich nicht von das gegangen. Ich dachte so, entweder alle oder keins, ne? Doch, du hast. Aber du musst, hä? Wie? Ah, ja, aber die Kuh hat sich. Aber wenn das in der Kuh war, dann geht davon aus, dass es keine echte Kuh war. Dann kann sie sich doch nicht bewegt haben, oder? Das Frechtding passt, oder? 2 Seife, 1 Gepäck, 2 Zement. Yes. Name passt, Passnummer, Foto. Sieht gut aus. Fahrzeuggewicht, Kennzeichen, Fahrzeugtyp haben wir gecheckt. Einsatzbestimmung ist fein. Fahrzeugcheck. Okay. Ja, I don't know. I don't know. Also den Lebenden hatten wir bisher noch nicht zumindest. Reifen sind fein. Hier rechts fehlt ein Spiegel. Da ist ein Reifen kaputt. Ein Spiegel, ein Reifen. Der Rest könnte passen. Bitte schön. Und ein Fenster? Und ein Fenster. Ja. Das ist true. Das Fahrerfenster ist aber auch bodenlos, weil die das runterlassen. Das fällt manchmal nicht auf. Das ist bodenlos. Das ist frech. Halt! Ihr Fenster! Ihr Mentos! Es waren 2 Scheiben tatsächlich. Doch, ich hatte kurz abgeleuchtet, aber der hatte nur das Blau gedingst. Deswegen weiß ich nicht. Und vor allem, weil heute schon eine war, bin ich jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass noch ein das PYY ist nicht. Vor allem, warte. Akkadistan? Was war denn das an? Dem hat die Stoßstange gefehlt, dem anderen. Das war gar nicht der aus Akkadistan. Hi. United Rally. Ja, die ist. Kann man aussteigen, bitte. Die sind 2 Wochen auch noch krank. Alles gut. Was ist Akkadistan? Blau, okay. Kein Schmugglerverdacht. Also, Orest Smitov. Orest Smitov, Orest Smitov. Wir haben den 2. Mai. Die machen das auch absichtlich, oder? Die machen das so absichtlich. 2E76RJA9. Auch der Pass ist abgelaufen. Das Bild passt nicht. Leute. Passgültigkeit, nicht die Nummer. Illig 57 ist das auch nicht, oder? Ist das nicht ein Truck? Ja. Mann. 1580. Allein das Gewicht passt nicht zum Illig. Gord 69. Der will aber auch nicht zu seiner Krankenschwester, oder? So, Fahrzeugcheck. Die Scheiben sind alle ganz, glaube ich. Spiegel. Reifen auf der Seite fein. Scheinwerfer, es ist eine Stoßstange am Start. Die 2 Reifen sind fein. Hier das Spiegel ist okay. Scheibe immer noch okay. Fahrzeugmenge haben wir keine ersichtlichen. Aber, Sir? Wir kriegen jetzt wieder Post, dass seine Schwester gestorben ist und er sie nicht nochmal besuchen konnte. Buhu. Fahrzeugfarbe? Blau. Ai. Perfekto. So, Kagastam. Oh Gott, was hast denn du alles dabei, Bruder? Ich glaube, wir müssen den einmal ausladen.
Ja, wir gehen vorsichtig hier runter. Natürlich. Natürlich. So, einmal alles aufschreiben. Ich möchte nicht sein, dass das Schwert wieder einlädt. Sorry, Vladimir. So, Gas ja dreimal. Eine Toilette, yes. Drei Käsekisten, yes. Zwei chemische Erzeugnisse und 8 Zement. Perfekt. Das ist okay. Kennzeichen ORR 9262 RH. Passt. Azar W. So ein kleiner VW-Bus. Klein. Ja. Passt. Juti, das Bild. Sieht gut aus. Eldar, wo denn ich? Wo denn ich? Wo denn ich? Wo denn ich? Wo denn schon? Also die Impfung ist abgelaufen. Haben wir mal auf die auf das geimpft gegen geguckt, was da stand? Also ich meine, es ist abgelaufen. Ne, ist nicht abgelaufen. Nennen wir mal, das ist das Datum der Impfung. Aber stand da immer Cola? Ne, nur gegen Novid 78. Aber also das passt zwar, aber das ist falsch geimpft. Also nicht falsch geimpft, ne, aber nicht gegen das Richtige. 8 MMO 97VN. Gültig sind die Papiere. 2890 Kilo dafür haben. Das hat er. Das ist alles fein. Dann haben wir noch den Fahrzeugcheck. Ich glaube, das ist der Trick hier wegen der Impfung. Scheinbar für Scheiben. Hatte ich mir auch schon gedacht. Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Das hatte ich mich schon mal gefragt. Scheibe ist auch drin. Also wir können ja den Dude jetzt mal einladen. Das müssen wir sowieso. Wo ist er denn? Da sitzt er. Das war 2000 irgendwas, ne? 2030 oder sowas. Das macht tatsächlich einen Unterschied. Okay. Crazy. Aber passt trotzdem. Dann war es Zufall, dass das immer gepasst hat. Ich hatte mich das auch schon mal gefragt. Das hatte ich in der letzten Session oder so auch schon gesagt. Weil ich ja auch teilweise... Okay, dann... Moment. Dann... Schau mal bitte aus. Aber nur mal testen, weil auch das nämlich... Okay, der erzählt nicht. Nur die Ladung. Er wiegt nichts. Okay. Gut, dann ist er nur falsch geimpft. Dementsprechend... nö. Also. Ist das eine kaputte Karosserie oder sieht die Tür davon innen immer so aus? Ne, die andere sieht auch so aus. Wahrscheinlich nicht. Und Karosserie ist ja außen. Außen, glaube ich, oder? Ist Karosserie nur außen? Sorry. Hallo, einmal Dokumente bitte. Dankeschön. 200 Dollar, perfekt. Gegen Novid am 14. April, gerade so. Christel Padar. Dokumente sind nicht abgelaufen. Die Nummer V983190H passt. NYJ9037CN. Yes. Das Auto ist ein Savette. Possibly? Ja. Da gibt es das Kombi wahrscheinlich, ne? Genau. Limousine und Kombi, das ist die Kombi-Version. 1520 Kilo ist noch alles im Auto. Passt. Aber das hast du noch nie jemand überschritten, tatsächlich. NYJ 9037 CN. Passt. Oder? Schon, ne? Foto sieht auch gut aus. Frachtbrief hat er keinen. Das heißt, Name war richtig, Gültigkeitsdatum ist gegeben, Passnummer war fein, Foto ist fein, Fahrzeugbrief hatte nicht, Fahrzeugtyp, Kennzeichen und Gewicht ist fein, Einreisebestimmung ist auch gegeben und nur noch den Fahrzeugcheck, aber er wird auf jeden Fall einreisen, weil, wie gesagt, das Abweis mit Fahrzeugcheck haben wir ja nicht mehr. Aber das Auto sieht eigentlich in passablem Zustand aus. Ich glaube, wir haben hier wieder einen kompletten Clean Sweep. Hat im Kopf sein, alles gut. Alles gut. Atlista. Tschüss. So, war letzte Folge schon wieder.
Aber gut, dass wir über ein bisschen Geld aufgehoben haben. $550 oder so hat uns das gekostet mit dem Schmuggler. Hätten wir das nicht gehabt, hätte das tatsächlich so eine instant Entlastung sein können. So, ich freue mich schon auf die Post des der Krankenschwester oder dem Dude mit der Krankenschwester. Ein Brief. Du herzloses Ungeheuer. Meine geliebte Schwester Natascha ist tot und wegen dir konnte ich mich nicht einmal von ihr verabschieden. Warum hast du mich nicht durchgelassen? Ist dir menschliches Leid egal? Du wirst dafür noch bezahlen. Buhu. Also, nee. Nee. Wenn die aber unfähig sind zu zählen oder einfach mal Kennzeichen oder ne, irgendwelche Dokumente richtig zu machen, also, keine Ahnung. Dann weiß ich auch nicht weiter. Ist das blau? Das ist blau, ne? Schon mal sus. Blau ist gefährlich. Wenn der jetzt aus Akaristan kommt, dann müssen wir da auf jeden Fall ein gutes Auge drauf werfen. Hi. Ich bin froh, dass der mit der Stoßstange eben weg ist. Auch wenn wir leider nicht erwischt haben. Steig das mal aus. 6 Gepäck, 2 Zement. Okay, der Frachtbrief passt schon mal nicht. Vorne ist ja nichts wahrscheinlich, oder? Nee. 5 Gepäck, 3 Zement. Ne, muss nicht, aber dann wäre die Wahrscheinlichkeit einfach noch höher, weil zweite Sachen zutreffen. Das war nur so der Gedanke. Mahat Tungalak, Name passt nicht. Gültigkeitszeitraum ist abgelaufen. Die Passnummer P08XVTVH ist fein. Ein Asam. Ist der Asam der Markante gewesen? Yes. Das Auto passt. 2030 Kilo. Er zählt ja nicht. Passt also. PLJ 9392DZ. Das ist okay. Einreisebestimmung geht, ne? Der ist geimpft und 2 Wochen her. So, dann machen wir kurz einen Fahrzeugcheck und dann checken wir das Fahrzeug. Wenn ihr wisst, was ich meine. Mhm. Das ist alles fein. Reifen sind da. Scheiben sind ganz. Scheinwerfer sind ganz. Alles klar. So. Erstmal außen entlang. Als ob da nichts ist. Вернуйся, не та ж посука стоит. Sonnenblende? Nein. Ha. Okay. Dem Zement ist auch nichts. Mi madre lo spravideli c'è grosco. Wir laden es einfach mal aus. Auch wenn das probably waste ist jetzt, weil es wirklich. Aha, guck mal. Der ist nämlich noch gar nicht gezählt, vor allem. Ich glaube fast trotzdem nicht, weil Zement zu viel ist. Aber. Macht ja nichts. Genau, 6 Gepäck, 2 Zement, passt nicht. Name und Gültigkeitsdatum passt auch nicht. Okay. Dann. Hast du auch mal wieder einladen? Und dann werden wir den abweisen. Es war kein Schmuggler. Dachte tatsächlich, das wird ein Schmuggler-Dude. Aber einladen wir trotzdem nicht. I'm sorry. Ich mach nur meinen Job. So, nächster.
Blau, Akaristan, PYY. PYZ, guck mal. Tricky. Fast. Perfekt, sehr schön. Hallöchen. Aus RK. Damit sollte der ja raus sein. Ist geimpft. 2. Mai wurde aber auch gestern erst geimpft. Dementsprechend tatsächlich Einreisebestimmungen nicht erfüllt. Jakub Erdiev. Yes. 0U1NO920. Mai. Das ist fein. PYZ 2621NY. Yes. Das passt. Das ist Mikros. Das Gewicht beträgt. Aha. Guck mal. Fahrzeuggewicht. Ich flipp aus. Der. Wir müssten einmal bitte ausladen. So. Haben wir sonst noch irgendwas im Auto? Nee, ne? Mehr passt da ja nicht rein wahrscheinlich. Gut, so, wir haben einmal Gepäck. Zeugs. Ein Gepäck von den anderen beiden. 2, das ist okay. So, ganz kurz ableuchten. Einfach nur, was wir da was haben. Sieht aber nicht so aus. Dann kannst du schon mal wieder einladen. So, ansonsten. Haben wir alles durch, glaube ich, ne? Theoretisch. Also, bis auf den Fahrzeugcheck gleich. Kennzeichen hat man gecheckt. Fahrzeugtyp, Frachtbrief, Foto. Sieht auch gut aus. Guti. Ein platter Reifen auf jeden Fall. Links fehlt ein Spiegel. Yes. Rechts fehlt kein Spiegel. Rechts ist aber eine Scheibe gesprungen. Scheinwerfer nicht. Stoßstange ist, glaube ich, da. Und damit wird der Herr verweigert. Oh no. Next. Kein PYY, kein Blau. Beide nicht. Also bei beiden können wir, ist, wenn er nur gefällig, wenn er aus Karistan kommt. Einmal die Papiere bitte. Let's go. Perfekt bei dem anderen. United Rally. Novit am 31. März. Das ist fein. Bagrat Dvali. Mai, Juni, fein. 0EF0J172. Foto ist okay. Musik ist ein bisschen dodgy. GEX7199XF. Yes. 3 Gepäck, ein Reinigungsmittel. Das sieht fein aus. Das soll ein Savet sein. Ja. Gewicht beträgt 1340 Kilo. Das ist im Rahmen. Dann haben wir nur noch den Fahrzeugcheck. Keine Scheibe, keine Reifen. Scheinwerfer, Stoßstange, Reifen, Scheiben, Spiegel, Reifen. Oh, sieht gut aus, wa? Ich sehe nichts. Der Herr. Dementsprechend. Dürfen sie einreisen? Hoffe ich. Also sie dürfen einreisen. Ich hoffe auch zurecht. Das Auto ist blau. Das Auto ist blau. Blau, 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 blüht ein Ziel. Let's go. Hallöchen. Sind Sie aus Akaristan? Ja. Schau ich mal bitte aus. Ticken schneller geht auch. Entschuldigung. Okay. Yes, nix.
Okay, zweimal Salz, zweimal Gepäck. Frachtbrief ist okay. Varilla 4-4. Das ist wahrscheinlich der eine Nicht-Kommi-Variante, ne? Yes, das ist der kurze. 1580 Kilos. Das ist im Rahmen. PFI 9998. FT passt. Lev Viktorov. Yes, ist aber falsch geimpft. Und abgelaufen. Nee, nicht abgelaufen. Nee, nicht abgelaufen. Ich guck bei der Impfung die ganze Zeit auf das Datum und denke, das ist ein Ablaufdatum. Ist es ja aber gar nicht. QYS9XD15. Das passt. Ist tatsächlich nur die Impfung. Und das Foto. Der Verdachtbrief ist okay, der Fahrzeugtyp, das Kennzeichen ist okay, das Fahrzeuggewicht. Muss den Fahrzeugcheck machen und dann gucken wir kurz wegen potenziellen Schmugglerwaren, weil wie gesagt, das Akaristan kommt, was natürlich erstmal sus ist. Auto sieht soweit gut aus, mängeltechnisch. Wir checken außen. Reifen, fein. Reifen, fein. Stoßstange, fein. Reifen, fein. Reifen, fein. Motorraum, zumindest keine Schlange. Aha. Okay. Kofferraum. Sehe ich auch nichts. Ich sehe gar nichts tatsächlich. Äußerlich. Ja, ich könnte das Zeug auspacken, aber da haben wir nur die Sachen auf den Waren. Reicht das? Mal gucken. Wir gehen auf Nummer sicher. Ja, sofort. Aber... sieht gut aus. Gut. Einmal einladen, bitte. Hat man jetzt das Foto und die Einreisebestimmung. Gut, dann dürfen Sie nach Hause fahren. Sie sind nicht festgenommen. Ist ja schon mal etwas, oder? Time to say blaues Auto. Pass auf, blaues Auto PY und aus Akaristan. Imagine. Aber es ist blau. Na, was haben wir bei dem anderen verpasst? Der Name hatte doch nicht gepasst. Okay. Also, okay, heute haben wir es mit dem Namen irgendwie. Also ich. Albarak. Naja, aber blaues Auto. Steig mal bitte aus. Und Tiere dabei. Tiere ist auch immer. Ne, keine Tiere dabei. Novit, 15. April. Das ist 2 Wochen her. Asade, Umax. Name passt nicht. Gültigkeitsraum. 10. September. 10. November. Das ist fein. H2SQ. 4751, yes. Okay. 39, 89, darüber 87 auf seinem Kennzeichen. Der Fahrzeugtyp ist ein Sagre. Das ist der, der auch die Boxen als... Nee, ist das gar nicht. Ist das der mit dem Dings oben drauf? Nee, das ist kein Sagre. Oder? Doch, das ist schon einer. Den gibt es auch ohne der Box oben. Ah, das ist der mit erweiterter Frachtraum. Dann fällt der oben weg anscheinend. Interesting. 4240 hat er nicht. Sehr gut. Das Foto ist fein. Passt nun mal auch. Fahrzeuggewicht. Einreisebestimmung. War der geimpft gegen Novit? Yes. So, dann machen wir kurz den Fahrzeugcheck. Okay, die hintere Scheibe ist geschwungen. Das hat man gesagt. Was hat der Kimi gesagt? Ein Scheinwerfer ist kaputt. Karosserie ist halt hier wieder schwierig. Oder Stoßstange auch. Ich glaube, Stoßstange fehlt. Ich glaube, hier ist so ein Bumper dran. Ich sag mal eine Stoßstange, ein Scheinwerfer. Und hier auch, oder? Warte mal, das können wir doch sehen. Was ist das für ein Auto? Ein Sagre. Ja, vorne fehlt definitiv. Ich sage aber zwei tatsächlich, weil wie gesagt, ich glaube, dass hinten da auch eine wäre in diesen Bumpern.
dass da hinten diese, vielleicht diese Ösen dran, wenn die teilweise dran sind. War das ein kaputter Reifen? Nee, ein Scheinwerfer war kaputt. Und die eine Scheibe innen ist aber auch nur die innere, ne? Yes. Weil ich würde sagen, hier, wo die Löcher sind, dass da diese komischen Ösen teilweise, weil die sind teilweise dran, aber nicht immer. Guti, und dann werden wir das Ding nochmal ausleuchten. Guck mal, Waffen. Let's go. Wäre witzig, wenn das jetzt einfach in der hinten in der oh Gott, das ist noch mehr. Einfach hier, wie heißt das? In der Sonnenblende einfach Waffen gewesen wären. Was ist Hilfepack? Dahinter ist nix. Okay. Den Reifen hatten wir. Stoßstange haben wir keine. Motorraum. Ich sehe kein Zeichen, ich sehe aber auch kein Waffenpack. Die waren ja ta tatsächlich recht markant. Der Reifen scheint fein zu sein. Hat man schon, haben wir schon drei Verstecke gehabt? Einmal Sitz, einmal Reifen im Handschuhfach. Könnte theoretisch reichen, ne? Ansonsten sehe ich tatsächlich nichts. Aber noch Auto? Nee, ist sowieso das letzte heute. Glaube, das war's. Dann, wenn wir ihn verhaften, an der Tür innen. Guck gleich nochmal. Das war wahrscheinlich nur das Zahnrad, was du gesehen hast. Vom Türschließen. Oder, also, außer du meinst woanders. Aber ansonsten sieht das fein aus. Alles gut. Einmal Kontrollbereich lernen. Ja, perfekt. So. Sollen wir wieder wegfahren oder? Ja, eigentlich geht noch, ne? Bisschen Platz haben wir noch. Sieht mit dem Blitz aus. Da haben wir drei, oder? Ja, komm. Da geht noch ein Täkchen. Ein Täkchen geht noch. So dringend brauchen wir das Geld gerade nicht. Wir können mal einen Dude ab. Oder. Ha, weiß ich nicht. Wir können auch das Lager upgraden. Aber ich glaube, das Lager und das Gefängnis müssen wir gar nicht unbedingt. Den können wir auch nicht upgraden. Wenn, dann wäre nur der eine Option als Transportfahrzeug tatsächlich. Ich glaube, der hier ist. Der ist eigentlich dasselbe wie der hier. Glaube ich. Also ansonsten ist wirklich eigentlich nur noch Personal. Klar, die Gebäude. Oder halt dann Waffen und so. Wir warten mal einen Tag. Wir sparen mal eben. Vielleicht holen wir uns eine krasse Waffe. So ein Maschinengewehr oder so. Können wir eigentlich nicht mehr aufsteigen oder steigen wir gleich auf? Entweder werden wir bald befördert oder wir können gar nicht mehr befördert werden. Bin mir gar nicht sicher.